Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von den Germany. Es geht weiter in The Infected. Ja, wir hatten jetzt ja wieder einiges geschafft, wie immer eigentlich. Man schafft ja vieles. Vieles ist aber nur von temporärer Dauer, wie ihr wisst. Insofern haben wir natürlich auch viele Ziele. Wir haben nach wie vor ein arges Eisenproblem. Denn wenn man will halt am Anfang möglichst schnell alles bauen, das geht aber nicht. Der zweite Ofen wird ja auch bald kommen. Dafür fehlen uns aber die Steine. Für die Steine habe ich ja eigentlich schon den hier aktiviert. Jetzt ist der nur. Ich stelle den jetzt auch um hier. Und den da auch. Das soll erstmal reichen, dass wir erstmal richtig ordentlich hier Steine kriegen. Und dann können wir schnellstmöglich dann den hier bauen. Dafür brauche ich aber auch also Strom. Das heißt, jetzt haben wir ja ein paar Rohstoffe schon mal da. Gehen wir mal das Stromthema weiter. Wir brauchen natürlich erstmal den Verteilerkasten. Und da brauchen wir eigentlich noch 8 Schrauben her, dann ist der fertig. Das machen wir doch mal eben. Dank Wempis habe ich ja noch Schräubchen. So, machen wir Strom zum Thema. Für den brauchen wir auch Schrauben. Und Elektrikteile. Das ist ganz schön teuer, ne? 2 Elektrikteile pro kleinen Stromverteiler hier. Aber wenn man es ordentlich machen will, dann geht es halt nicht anders. Eventuell könnte man auch sagen, wir machen erstmal nicht ganz so viel. Erste Einschränkung hier. Aber mal schauen. Ich werde den auf jeden Fall mal machen, der unteren. Und den hier. Da fehlt uns noch ein Eisenbarren, mal wieder. Ja, hier tut sich momentan gar nichts, weil wir gar keine Steine haben. Also nehmen wir erstmal raus, was wir kriegen können. Oh, hatten wir schon. War irgendwie ein Schattenwurf. Ja, da ich neu geladen habe, sollten auch die Wembys wieder kommen. Der war noch von den, ach ja, von den Wembys, oder? Wer ist der eine, den wir noch hatten? Ja. Oder? Ein Steinpfeil. Ja, das sind die echten, das sind die richtigen Pfeile. Ich wollte auch nochmal einen neuen Bogen bauen, weil der sich ja auch abnutzt. Ist auch viertel gut. Der hätte eigentlich getroffen. Naja. Egal, damit haben wir den letzten Pfeil verschossen. Und gehen wieder auf Knochenpfeile. Nach wie vor unsere 25 Stück. Das ist ja neu. So, okay, wir haben die Stromverteilung jetzt ja genau auf der falschen Seite eigentlich. Denn hier habe ich ja gar keinen Stromabnehmer. Nach hinten hinaus habe ich hier, na, nur den eigentlich. Eigentlich müsste man den auf die andere Seite umbauen, oder? Kann ich den transportieren? Ja, das geht. Ich brauche auf jeden Fall einen Verteilerkasten. Ich überlege aber, ob ich den einfach umbaue jetzt. Jetzt setze ich den einfach mal hier hin. Hier schön mittig.
nehmen wir uns hier mal einen Verteiler mit schon mal, den da. Muss natürlich jetzt wieder gedreht werden. So. Gehen wir mal das Schrumpfthema an. Einen bauen wir schon mal, aber zwei. Ach ja, ich war in der Ortschaft, hat noch Plastik gefunden. Okay. Hier ist noch ein Kupferbarren, ein Kobaltbarren. Hier nochmal das Plastik zu. Ja, wir haben wieder so viele Fasern. Da sind mal weg die 50. Wir haben noch eine halbe Kiste voller 50er Stacks übrig. Gut, ich brauche unbedingt eine Eisenbarren. So, und dann würde ich jetzt von hier aus mal schauen, wo der Kollege hier ist. Wenn der jetzt hier in der Mitte von der Tür oberhalb ist, theoretisch müsste das da sein, könnte man ja... Was haben wir hier? Auch Stromabnehmer, ne? Ja. Die könnten theoretisch an der gleichen Sicherung hängen, denn das hier sind ja nur die Zementmischer, das sind temporäre Verbraucher, die arbeiten immer nur einmal. Das heißt, sie mischen euch einmal Zement und dann gehen die wieder aus. Das soll uns nicht groß stören. Der soll natürlich permanent laufen. Das heißt, bei einer sauberen Verkabelung müsste man natürlich jetzt von hier da oben einsetzen. Dann kann es aber hier rüber gehen, von da aus runter zum Boden. Und dann eigentlich bei jedem einen eigenen Abnehmer von der Wand, aber das wäre ein bisschen übertrieben jetzt. Wenn ich hier einen rauslösche, kann ich dahinter noch einen Punkt machen, dass wir halt hier runtergehen. Also hier ankommen, 1, 2, 3, hier in die Ecke, an den Rand und dann vielleicht noch einen hier in die Mitte setzen, der dann die drei versorgt und der eine den hier vielleicht versorgt, damit man keine Kabel sieht, die so im Raum rumhängen. Ist halt mehr Optik, ne? Ja, einen Eisenbarren. Ach ja, Elektrikteile auch noch. Welchen hatte ich denn jetzt hier gebaut? Ab und zu verschwindet auch der Mauszeiger. Der Punkt. Okay, ein Eisenbarren. Vielleicht eh noch mal drehen, das hängt ja auch schräg. Gut, da ist der Eisenbarren. Wieder 5. Wieder keine Steine mehr. Aber jetzt sollten die ja eigentlich Hand in Hand arbeiten. Machen sie auch. Kriege ich zwar kein Eisenerz mehr raus, aber dafür kann ich den immer schön befüllen und weiß, ich habe regelmäßig meine zwei Barren. So, dann nehmen wir jetzt den hier, bauen den fertig. Das war der falsche, ne? Der war das doch eigentlich. Egal. Dann nehmen wir jetzt den mit. Hat er immerhin schon gedreht. So, der geht jetzt in der Raummitte quasi. Hier runter. Der nächste geht dann von hier rüber an die Fensterseite. Und dann hier runter an den Rahmen. Jetzt brauchen wir noch einen. Habe ich hier irgendwo schon Eisenbarren drin, Kupferbarren, Elektrikteile und Schrauben?
Und hier. Na, komm mal bei. Nägel, nett. Elektrikteile habe ich noch und Schrauben auch. Insofern. Der war jetzt fertig, genau. Der geht dann erstmal. Hier senkrecht von parallel bis unten an den Rand irgendwie. Kann ich den auf den Boden stellen? Das ist ja komisch. Okay. So. Habe ich das Verbesserungstool noch? Ne, ja, ich glaube nicht. Natürlich viel, wenn man jetzt hier die ganze Verkabelung macht und alles raushaut, aber noch nicht mal Strom hat. So, dann ist natürlich die Frage, wo bauen wir den Verteilerkasten? Der ist ja optimalerweise dazwischen. Wissen wir schon mal, dass hier gleich ein Kabel runtergeht. Eisenbarren 2, Kupferbarren 2, Kobaltbarren 2, Schraube 6. Okay, Eisenbarren 2, Kobalt und Kupfer müssen wir eigentlich unten haben. Kobalt müssen wir schmelzen. Haben wir jetzt zwei Barren davon. Kupfer haben wir, glaube ich, noch. Ein, ja. Da brauchen wir nochmal zwei Kupfer. Ich hätte auch hier irgendwie noch eine Kiste mit noch mehr. Das hier? Ach nee, die haben wir auf dem Wagen gehabt, ne? Nee. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo eine Kiste mit ganz, ganz viel Kupfererz, weil die voll war. Was haben wir hier? Kohle. Okay. Na gut, nehmen wir einfach mal zwei Stück da raus. Eins, zwei Kobalt, zwei Kupfer, ein Eisen und den Rest wieder mit Steinen. Na, wir werden noch mehr Kobalt, wenn die elektrischen Teile ausgehen. Dann haben wir gleich wieder ein Problem. Vielleicht kann man sich den auch sparen hier, dass man selbst runtergeht an den. Geht schon los, ne? Der saubere Elektromeister. Na gut, so kommt man natürlich mit den Steinen gut hin, ne? Aber ist auch total langwierig. So, der soll verkabelt werden. Ich muss also erstmal eine Verteilerkasten bauen, damit ich von da aus Strippen ziehen kann. Ich sehe das keinem Elektromeister, wenn du sagst Strippenzieher, das da sind die immer extrem angesäuert. Okay, ich bin müde. Machen wir gleich noch eben das eine hier fertig. Legen wir erstmal Stein nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das nehmen wir jetzt mal. Ist das der Stall, der Stein? Maler, ne?
Stein. Und Zement oder Mischer einfach nur, sind der Zementmischer. Habe ich jetzt überhaupt Kabel am Mann? Ne, ohne Kabel wird besser nichts. Na, ich schlafe erstmal noch mehr. Ja, er braucht alles Mögliche. Dann gönnen wir uns doch mal wieder ein. Einfach unser guten Säcken. So, alles wieder im grünen Bereich. Kabel. 15 Stück ist eigentlich schon mal eine ganz gute Menge. Also ich würde gerne normalerweise von ihm an den Verteiler gehen. Naja, das geht schon mal gar nicht. Leider geht das nicht. Ich kann nur an den dran gehen. Das heißt, ich kann den schon im Prinzip da abbauen. Und später verwenden. Den hänge ich erstmal hier. Achso, wegen des Gestells geht das nicht. Hänge ich erstmal hier zwischen. So, jetzt kommt die Verkabelung. Von dem her. An den. An dem. An den. Hier runter. Bis zu. Ölkännchen, Dankeschön. Ja, und so bleibt man busy, ne? Ich könnte jetzt einen von denen rausschmeißen. Den mittleren vielleicht. Bestätigen, dann nehme ich jetzt den übrigen hier. Jetzt sehe ich wieder mein Punkt nicht. Ja, das findet dann einfach. Da ist er. So, den hier. Ziehe ich dann hier unten schön an der Wand entlang. In die Mitte von dem einen. Jetzt. Gut, das wäre die Verkabelung. Von dem hier und von dem hier. Später. Vielleicht war ich auch nur zwei. Ist zwar halt ein bisschen aufwendiger. Ist aber auch weniger Strom. Die sind ja wie gesagt nur temporäre Verbraucher. Gut, das heißt, erstmal sollten wir jetzt gucken, dass wir den Strom zum Laufen bringen. Eisenbarren 5, Aluminiumbarren 5 haben wir schon, Kupferbarren 4 und Kobaltbarren 4. Kupfer und Kobalt wären das jetzt. 1, 2, 3, 4. Und Kupfer. 1, 2, 3, 4. Eisen müssen wir halt immer nebenbei produzieren. Zwei Kupfer, drei Eisen. Passt natürlich nicht. Müssen wir halt abwarten. Da können wir zumindest mal einen Solarpanel haben zum Testen.
Und natürlich muss der fertig werden. Mechanikteile, Eisenbahn 20. Jo, da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Eventuell macht es Sinn, jetzt den zweiten Ofen schnell fertig zu bauen. Denn dann können wir halt doppelt so schnell auch Eisen produzieren. Wobei das eigentlich ersetzt das ja die ganzen, die beiden Öfen. Aber jetzt haben wir schon gebaut und das wollen wir auch nutzen. Sind ja nur die Eisenbarren dafür. Was sagen denn meine, achso, die sagen jetzt gar nichts mehr, weil die im Minutentakt sind. Ich habe also keine Ahnung. Doch, ich habe eine etwaige Ahnung. Das Öl ist hier noch viertel voll. Das wird so in den Minen ähnlich sein jetzt. Ja, die Mechanikkarte können wir schon mal nehmen. Die haben wir ja. 8 Stück. Elektrik auch. Oh, okay. Elektrikteile 5 von 12. Da müssen also noch 7 Elektrikteile herstellen. Und das ist natürlich ein Ding. Plastik haben wir. Aber da brauchen wir noch Kobalt und Kupfer ohne Ende. Ja, das wird von Kobalt nicht reichen. Ja, was machen wir da? Dann müssen wir noch mal eine Runde machen, glaube ich. Was haben wir für eine Jahreszeit? Oktober. Ja, ich muss auch noch mal Fische angeln eigentlich. Aber wichtiger ist natürlich erstmal die ganzen Minen abzufrühstücken. Wir sind ja irgendwann im November wieder zurück. So lange wird die Reise nicht. Schauen wir mal, ich lage erstmal jetzt hier die Barren aus soweit. Eisenbarren. Dann werden wir auch mal aus. So. Hier macht die Kabel und mechanischen Teile. Ja, Elektro ist natürlich jetzt den Dingen. Schrauben, Nägel, Federn hatte ich hier auch drin. Alter, genau 150 Federn. Ein Ölkännchen. Knochensplitter kamen da unten rein. Tierfett auch. Eine Kohle. Das haben wir schön hier. Dann haben wir ein paar Samen. So, ein paar Fasern ist immer gut, wenn ich mal irgendwas neu bauen müsste. Der Speer ist doch ziemlich gut. Muss ich mir keine Sorgen drum machen. Die Bände können wir hier hinzufügen. Ich brauche natürlich jetzt noch mehr Biokraftstoff. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal dann die Kisten alle füllen hier, die verderben. Dann kommen hier noch Steinkisten unten drunter. Hier können wir wieder umschalten, dann wäre das auf 5 Minuten Betrieb. Denn ich glaube, bis wir zurück sind, vergeht ein bisschen Zeit. Ja, nicht so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Falsche Seite. 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist die Kiste leer und der ist noch einmal voll. Na,
Den habe ich vergessen. Lass noch einen Stein hier drin liegen. Hier den Kupferbarren. Ja, und dann nehmen wir noch die Kisten mit, die leeren. Eine hier, die andere habe ich da hinten ja matrizweise hingestellt. Wenn man mal los will, ne, dann kommen wir die. Der kauert jetzt hinterm Haus irgendwo. Und dafür dann auch nichts gegeben. Bin hier fast dankbar. Okay, im Wasser haben wir, glaube ich, genug. Ne, haben wir nicht. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal auffüllen. Und da kann es losgehen. Dann machen wir nochmal einen schönen Run auf die Minen. Trinken wir erstmal ein bisschen was und essen was. Wir haben uns ja gerade eigentlich exzessiv gestärkt. Mich schon mit starten mit Essen voll. Ja, ich glaube, zwei reichen mir auf jeden Fall. Ja, ich habe noch fünf hier, warte mal erstmal hier. Wieder fertig. Drei Barren wieder fertig. Ich brauche noch mal sieben Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? So, Wasser ist auch fertig. So, haben wir alles. Wie viel Biodiesel habe ich genug? Okay. Wie viel ist da noch drin? Probieren wir die mal. 2, 4, addieren. 2 hier. Hier und zwei hier. Das sieht übrigens, wenn man die Arme trifft, dann muss man eigentlich nur hinterher laufen. Gerade bei Knochenfallen, bei Standfallen vielleicht nicht. Und dann passiert es ja irgendwann, dann fallen sie nämlich tot um. Da ist der Fall. Nein, den will ich jetzt nicht mampfen und zubereiten. Ich wollte nur einmal schießen, damit wir was haben. Im Winter, der Winter kommt. Und im Winter gibt es kaum welche von den Viechern, also von den Tieren. Deswegen mogel ich jetzt den Berg runter. So cool. Voll bewegliches Tier so und dann plötzlich total super stocksteif, als wäre es ausgestopft mit Beton. So, habe ich hier irgendwo Platz? Da nicht. Hinten habe ich noch Platz. Ne. Da ist die Sch Sch
Schubkarre. Schubkarre. Der kam. So. Jetzt kommen wir aber los. Einmal zur Aluminiummine, dann zur Kupfer, dann zur Kobaltmine, dann zur Kupfermine und zurück. Und zwar ZZ, ziemlich zackig. Brauche natürlich mal eine Pause wegen der Ausdauer. Und da ist natürlich noch alles, was hier kreucht und fleucht und wächst und grünt. Ein willkommener Stopppunkt. Natürlich ist da kein Hammer dabei. Aber falls wir mal in die Verlegenheit kommen, dass wir jetzt dringend Blei brauchen, haben wir ja die Kupfermine um die Ecke. Ja, Kollege, mach gleich Pause, dann gibt's Wasser. So, weiter geht's. Einige ist das ein schneller Run, ne? Wenn man nicht zu lange läuft und dann erstmal total ausgepowert ist oder zu oft zwischendurch sprintet. Ich werde auch am besten immer so 20 Ausdauer übrig lassen. Na, jetzt ungefähr. Und wenn dann ein Bär kommt oder so, dann muss man einfach rennen. Waffe ziehen und so weiter. Ja, wenn erstmal die dritten Extraktoren drinstehen, dann gibt es natürlich noch viel mehr Erz, das wir bei jeder Tour mitbringen. Und ich könnte fast überlegen, ob ich jetzt nicht einfach sage, okay, die 10, wir haben schon ein paar Erz angesammelt. Zwei entstehen ja gerade nochmal. Die packen wir in den zweiten Ofen, da können wir halt tatsächlich schnell auch Eisen nachproduzieren und natürlich die notwendigen Rohstoffe. Ich weiß gar nicht, ob wir denn noch Öl für Plastik haben, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, nur 11 Stücke gehabt oder so. Gut, geht. Da kann man noch zwei reinpacken, dann ist er ganz voll, denke ich mal. Steigen wir unten rein. So, weiter geht's zur Kobaltmine. Okay, ein Wolf. Kann ich leider nicht mitnehmen, wegen der Kisten. Okay. Ne, bauen da. Ist das eine abklickende Straße? Ja, wo ist er? Den lasse ich jetzt liegen, obwohl.
Wir haben gerade keine Ausdauer mehr. Wollen wir auch mitnehmen? Und von der Tal. Wie spät? 1:27 Uhr. Ja, ich schätze mal, gegen 3:30 bis 4 sind wir wieder zu Hause. Ein bisschen gehen. Na, war zu früh eigentlich. Waschbär von links nach rechts über die Straße. Hat das auch Glück oder Pech? So, mal sprinten. Ja, 3:30 bis 4 müsste eigentlich schaffbar sein. Das 20 Kobalt wäre jetzt auch ganz nett. Ist auch realistisch eigentlich, dass 2x2 rein. Schauen wir mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Machen wir hier auch 3 rein. Oh ja, hier hat es sich gut gegeben. Gibt es irgendwie einen Unterschied? Vielleicht habt ihr da Erfahrungswerte, ob es dann irgendwie tiefer in der Höhle mehr gibt. Ich habe das noch nie ausprobiert. Der ist ja ein bisschen tiefer drin und der hat deutlich mehr gehabt. Oh, die Kiste ist fast voll, aber noch nicht ganz voll. 10. Und 12. 22. Gut. Und weiter zu Kupramina. Der Schatten vom Vogel hier. Das ist auch nicht so viel. Mit dem Auto ist es natürlich mal richtig geil, ne? Mit dem LKW. Da gibt man einmal richtig Gas, dann ist man schon an der Straße, die hier nach Süden weiterführt. Aber wenn wir jetzt rennen, das geht auch relativ fix. Was da an der Straße? Bett. Oh ja, ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Hat zu früh gesprintet, lassen wir da gehen. Da ist noch eine Pflanze, die nehme ich noch mit. Ein Gürksche.
Falsche Richtung. Ja. Ich kann ein Glöckchen einem den Kopf verdrehen. So. Wir folgen einfach mal der Straße, dann kommen wir zumindest vor der Mine raus. Oder können kurz vorher abklicken. Querfeld einlaufen. Auch nochmal Karte. Na, ein bisschen weiter. Ja, ich denke, hier können wir jetzt gerade auslaufen. Ups, Ausdauer. Mit dem Auto müssen wir erstmal alle Bäume fällen, damit man hier lang fahren kann. Das wird auch nur halten, solange bis man einmal neu startet. So, jetzt müsste die Mine ja gleich schon auf der linken Seite kommen, ne? Sprint, ich muss das ein bisschen ausholen. So, hier brauchen wir nur zwei, würde ich sagen. Definitiv. Die ist ja auch nah. Insofern würde ich fast sagen nur einen, aber einer. Ja. Wir haben es doch. Wenn ich doch mal ein bisschen angeln gehe, dann haben wir wieder ohne Ende. Die untere voll. Ja, die untere ist voll. Ah, gab man noch mal Kupfer. Na gut. Jetzt haben wir aber erstmal Zeit. Ich werde mal gleich eins von den zu Hause leeren, dass sie alle wieder ungefähr genau synchron laufen. Die Jahreszeit, immer noch Oktober, das ist super. Dezember ist ja erst der Dill zugefroren. Aber ich denke mal, wir können schon bald die Sommerklamotten ausziehen. Das frieren wir nämlich ganz schnell. So, der linke ist jetzt synchron mit der anderen. Eigentlich sind alle synchron mit den anderen, aber... Natürlich ist die Aluminiummine jetzt ein bisschen voraus. Aber ich sag mal, wenn der hier, auch noch mal einen rein, wenn der hier drei Reihen gefüllt hat mit 5 Minuten Takt, dann ist die Alumine auch irgendwo da bei 3,5 vielleicht. Da sind ja maximal so, einer sind 5 Minuten und 50 Minuten Unterschied werden das nicht sein, die Strecke von gerade. Jetzt brauche ich noch einen für den hier, dann wäre alles gefüllt. Wohl, ja. Ich baue jetzt erstmal hier weiter 3 Stück. 4, 5, 6, 7. Ja, das Elektrikteil ist natürlich ein arges Manko hier, das wir momentan haben.
7 Kupfer, 7 Kobalt brauche ich dafür jeweils. Für ein, ja, für das hier halt, ne? Ja, für den hier. Für ein Elektrikteil. Und Eisenbarren nochmal 20, aber sobald der eine Ofen jetzt fertig ist, haben wir ja auch eine doppelt so hohe schnelle Produktion von Eisen. Und allem, was wir gerade noch brauchen. Machen, gehen wir ganz schnell. Machen wir die Tür zu wegen des Wendys. Ich könnte aus Spaß einfach mal 3 von den Extraktoren noch vor die Tür setzen. Bau die alle fertig, dass sie aber schön laufen parallel, dass sie noch schneller Eisen produzieren. Wenn die alle 3 fertig sind, kann ich sie noch verteilen. Aber ich glaube, dann sind eh alle Minen total voll. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, brauchen wir doch noch mehr. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ja, der braucht auch noch eine Kohle. So, ich freue mich. Jetzt haben wir nämlich hier eine schnellere Eisenproduktion. Wenn ich jetzt hier immer nur Steine mache und das mal irgendwann wieder synchron ist hier mit dem einen Barren, würde ich immer 10 vorproduzieren und dann in einem eine Schicht fett machen. Das würde auch gehen. Aber das Büchern habe ich gar nicht momentan. Da hat sich bald erübrigt das Thema. Also jetzt Priorität auf den hier setzen. Also ich möchte gerne die Elektrikteile haben. 5 haben wir. Und keine mehr übrig. Das heißt, ich brauche 7 mal Plastik. Eins, zwei, drei. Der verbesserte Werkbank. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da waren es nur noch 4. Also sollte ich jetzt mal Kobalt machen. Zwei, drei, vier. Brauche ich mehr gemacht? Ich kann ja noch 2. Also brauche ich nur noch 2 Kobaltbarren. Immer habe ich nichts getan. Ja, brauche ich nur noch 2 Kobaltbarren. Und 2 Kupferbarren. Und dann können wir hier wieder anfangen. 5, 6, 7. Erlaubt. Wie spät? So, nochmal 2.
Ja, also hat er auch schon rein, 25. Aber das Ding wird ohne Strom ja eh nicht funktionieren, ne? Also. Wir haben eh gleich noch nicht Nacht, aber gleich oder bald. Trotzdem müssen wir zumindest mal ein Solarpanel. Bin 40. Und wie viel hat das Teil? Ich glaube 60 oder so. Da. 100 Strom. Okay. Also brauche ich drei Solarpanel dafür noch. Eisen, Aluminium haben wir hier schon drin. Da haben wir, wir brauchen also noch 5 plus 2, 7 Aluminiumbarren. Und Kobalt ohne Ende. Okay, ich hoffe, das reicht. Könnte. Wir haben ja noch 3 und 20 hatten wir ungefähr mit, glaube ich, ne? Erstmal die Elektroteile fertig. Ja, wir sollten nicht vergessen, den laufen zu lassen. Kobalt. Oh ja, Kobalt haben wir ja ohne Ende. Und Kupfer. Ja, Kupfer. Kobalt. Und da machen wir einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann bauen wir uns die Elektrikteile. So, da fehlt es ja nur auf das Eisen, ne? Für den hier. Ja, wir müssen eigentlich doch wieder umschalten. Zumindest 2 davon auf Steine. Der soll ja uns zeigen, wie weit die anderen Minen sind. Oh, es wird kalt. Merkt ihr es? Also jetzt ziehe ich schon mal meine Sommerklamotten aus. So, das sind ja schon Sachen für die. Ja, hier fehlen nur noch Eisenbarren. Das ist jetzt schon für die Solarpanel. Eins hat 40 Watt. 100 Watt brauchen wir, also 3 Stück, ne? Und mal gucken. Solarpanel hat, glaube ich, 40 Watt. Steht gar nicht da. Doch, Leistung 40 Watt. 40 Einheiten Strom. Also nochmal Kupfer. Und noch mehr Kobalt. Erstmal 6 mal Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal Kobalt und noch ein Kobalt oben drauf. Und hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 Barren herstellen. Gut, der hat sich gerade umgestellt, oder der ist gerade umgesprungen. Der auch. So.
Ja, macht auch Spaß jetzt mit den Baustellen. Da können wir schon schlafen und wenn wir wach werden, dann hat er. Dann haben wir den ganzen Tag, wo wir wach sind, hier durchgehend unseren Zermalmer aktiv. Und dann kriegen wir Eisen ohne Ende. Rausgeht es, wir kriegen unsere drei Solarpanel mal irgendwann fertig. Kann sein, dass sie Blei brauchen. Muss gucken. Da müssen wir noch mal in die Kupfermine und Blei holen. Naja, erstmal wieder was nachlegen. Ja, Eisenbarren brauche ich auch noch dafür. Aluminiumbarren. Ja, fehlt noch alles. Also Aluminium 5 und 2. Und 207. Aluminium haben wir ja noch hier drauf. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal 10. Obwohl. Egal, wir brauchen noch irgendwas von Kupfer, meine ich, ne? Noch einen Kobalt zur Reserve, dann haben wir wieder einen 10er Stack. Aber hier kommt ja auch noch mal Kupfer. Erstmal rein Aluminium ran. Eisen kommt trotzdem erstmal. Das Huhn. Okay. Nein, ich wollte den Wagen nehmen. Das habe ich aus Versehen. Du bist schuld, du hast mich abgelenkt. Habe ich aus Versehen ein Eisen hier reingehauen. Gut, jetzt haben wir auf jedem Wagen wieder ein Tier für den Winter und auf dem Tisch auch noch einen. Nee, hier fehlt noch einer. Also ein Tier können wir noch jagen. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier habe ich nicht nachgelegt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, Steine gehen schon wieder aus, aber die anderen produzieren sehr Steine. Gut, schauen wir mal. Fehlt es noch fünf Aluminium und zwei, also sieben, wir haben noch mal gerade fertig und da brauchen wir noch mal 20 Eisen. Ne, drei, 15 Eisen. Und hier unten brauchen wir auch noch mal Eisen. Und zwar noch 7 Barren. Ich glaube, ich schmelze gleich nochmal hier die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal 10 Barren, dann können wir schon mal ein bisschen abkürzen die Zeit. Apropos Zeit, schauen wir mal, wo unser Spiel ist. Hast du mich erschreckt, dass ich wieder Pfeile hier habe, die ich nicht haben will? Kann man die auch einfach löschen jetzt? Nee. Die werden einfach liegen. Ich weiß nicht genau, wie lange die liegen bleiben, eventuell für immer. Ich hätte meine Axt auf den Boden geworfen.
die ich selbst gebaut hatte, und nach gefühlt 20 Stunden lang die immer noch da, Spielzeit und mehrere im Laden. Müssen wir mal gucken, wenn nicht, muss ich die einfach verschießen. Dann scheinen die ja zu despawnen. Okay, so. Nach der Ablenkung sind wir natürlich wieder hier fertig. Aluminium kommt hoch. Kobalt ist ja auch schon fertig, also wir können schon fast 4 bauen. Ja, ich brauche leider noch mehr Eisen. Tut mir fast schon in der Seele weh, jetzt hier die Sternchen statt in unsere neue, in den hier reinzupacken, woanders reinzupacken. Aber es ist Nacht, der darf eh erst, wenn überhaupt, morgen früh. Sobald die Sonne scheint und die Solarpanels auch laufen. Wie spät haben wir? Geht ja noch 10.13 Uhr. Gut, da haben wir es bald. Dann läuft bald eine zuverlässige Eisenquelle. Wer es noch nicht kennt, das wird euch echt gefallen. Läuft zwar erstmal nur am Tag, aber wenn ich dann noch ein paar Batterien irgendwann habe oder Windräder, dann läuft das ganze Ding halt auch nachts durch. Obwohl, das läuft immer. Ich meine, das läuft ja auch in Echtzeit. Wenn ich schlafe, vergeht die Zeit ja auch für die ganzen Extraktoren im Echtzeittempo. Das heißt, wenn ich die Nacht durchpenne in 10 Sekunden, dann haben die auch nur 10 Sekunden gefördert. Ne? Insofern ist es halt nicht schlimm, wenn er irgendwie immer ausgeht nachts. Ich könnte hier noch einen Schalter ranbasteln, theoretisch. Nur. Wo? Der Schalter müsste ja irgendwo zugänglich sein. Denn kann sein, dass wenn die Batterie leer sind oder wenn die Sonne weggeht und die Spannung nicht mehr stimmt, dass die Sicherung ausgeht im Hauptkasten. Da müsste ich jetzt immer hochrennen und das anschalten. Muss ich noch ein bisschen umbauen hier, glaube ich. Okay. Ja, ein bisschen grübeln und schon ist die Zeit vorbei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht da, oder ich könnte theoretisch von hier aus ein Kabel hochziehen zum Schalter, dann wäre alles, was an diesem Schaltkasten oben hängt, von hier aus schaltbar. Da müsste man ja auch gut rankommen. Könnte Sinn machen. Schalter. Hier ist das Ding, aber ganz senkrecht hochgehen. Da.
Was brauche ich dafür? Schrauben, Eisen und Kupfer. Oh, ich habe Eisenbarren dabei, fällt mir gerade auf. Ach, nicht Mischer, das ist der Stein. Malma. So, noch 9 Eisenbarren, dann haben wir's. Nehmen wir mal hier die Reste raus. 1, 2, 3, 4. Fünf sogar. 6, 7, 8. Und ein Kobalterz. So. Ja, Sterne sind nämlich alle jetzt. Aber das kriegen wir hin. Dafür haben wir ja draußen die Geräte laufen. Nehmen wir den schon mal auf. Obwohl, dann kann ich auch. Wenn ich hier eh laufen kann, dann kann ich auch einfach reinrennen. Ja, warte eben. So. Noch ein Eisen gewesen? Eventuell. Kobalt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich daran bedient hatte, jetzt seitdem wir angekommen sind. Wahrscheinlich, ne? Wollte ich eigentlich ja nicht. Das soll eigentlich ja unser Zeitmesser sein. Aber ich schätze mal, das dauert noch mindestens 2 Stunden, bis ich da einmal rumrennen muss. Der Schalter hat jetzt schon... Ich sehe den Mauszeiger nicht. Da ist er. Kupferbarren 1, Schraube 3. Toll, es fehlt mir eine Schraube. Eine Schraube habe ich. Jo. Kannst gleich schlafen. Aber erst machen wir die Solarpanels fertig. Also noch ein Kupfer. Das waren 6 Stück. Hier nochmal 3 Kupfer, die brauchen wir gerade. Aluminiumbarren 2 und Eisenbarren. Machen wir noch 2 Aluminium da rein. Jetzt gehe ich schlafen. Wir haben 3. Ernähren. Ich habe auch noch Hühnchen, Fleisch. Ist auch noch Fleisch.
kann aber schnell Wasser holen. Nochmal Wasser holen. So, sehr schön. Da können wir nämlich jetzt hier unser Wasser auffüllen. Was brauchen wir noch für einen Schalter? Jetzt mal nachschauen. Ein Kupferbarren. Nehmen wir doch die hier. Das wäre Mischer und Malmer. Dann brauchen wir das Verbesserungswerkzeug. Ist er schon dabei. Kabel. Und dann schließe ich jetzt einfach... Oh, jetzt ist der Mauszeiger wieder weg. Sobald man auf den Blaupause zeigt, verschwindet er. Zack. Bin ich gespannt. Der läuft momentan nicht. Welches sind Schalterumleger? Scheint noch nicht genug Sonne, oder? An ist er. Okay, Eingangsstrom 93. Siebenundneunzig. Jetzt müsste da eigentlich Ausgangsstrom 100 stehen. Ach ne, ich habe noch nicht angeschlossen. Klar. Muss ja noch jetzt. Doch, habe ich doch. Oder? Ne, habe ich nicht. So, 4. Verbesserungswerkzeug von dem Gerät, von dem Schalter hier an den. Also jetzt oder nicht? Sollte er nicht gehen? Geht's denn da oben? Na, da geht's. Da muss nach da unten gehen. Eventuell ist der wieder im Weg hier. Aha. Jo, da ist gerade direkt ein Stein verschwunden. So, ihr seht mal die Vorteile eines Steinmalmers. Zwei Eisenbrocken pro Stein und 10 Sand. Das alle 25 Sekunden, das geht natürlich ratzfatz. So, den lasse ich jetzt immer laufen. Irgendwann muss ich mal in die Kupfermine gehen, gucken, wie weit der ist. Den haben wir ja auf dem Rückweg gemacht auch.
So, das heißt, wir brauchen die jetzt nicht mehr zum Stein schmelzen. Das wäre jetzt eine Verschwendung, ne, bei der Produktion hier. Nächstes Ziel wäre mal Batterien. Wenn es auch nachts weiterlaufen kann. Blei, Aluminium, Kupfer und Elektrikteile. Oh, da brauchen wir Elektrikteile. Müssen aber nicht unbedingt da machen, die können auch irgendwo hier in der Ecke stehen. Denn der Strom fließt hier quasi durch die Luft. Wobei wir wahrscheinlich hier überall noch verkabeln müssen. Ich weiß nicht, ob man die draußen hinstellen sollte, aber wir können einfach hier mal anfangen. Okay, ein bisschen mit der Maus arbeiten, geht besser wahrscheinlich. So. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.000 Watt, 10.000 Stromreserve, wenn die fertig sind. Lädt natürlich nur auf, wenn wir genug entsprechend überproduzieren am Tag. Sprich, wenn die Sonne scheint und wir mehr Solarpanels haben. Aber wir bauen uns ja sukzessive auf. Wichtig ist, dass wir bald den Ölmischer zusammenbekommen. Den hier. Da brauchen wir zum Glück keine Elektrikteile. Denn wir brauchen das Öl ja für Elektrikteile. Aluminiumbarren 15, Stahlbarren 6, Schrauben 20. Mechanikteile 0 von 6. Jetzt haben wir schon mal zwei Aluminiumbarren. Aber es macht doch keinen Sinn, mir jetzt schon laufen zu lassen. Da frisst nämlich auch 100 Strom, meine ich. Ja. Ich bin ja froh, dass wir jetzt mal den haben. Der läuft aber, ne? Ne, er steht. Ach so, wegen des Wetters, ne? Durch das Unwetter haben wir jetzt weniger Stromeingang. Und der ist automatisch ausgegangen. Ja, und deswegen den Schalter. Wir müssen jetzt normalerweise immer hier unten, hier oben den Schalter wieder um ansachen. Aber durch den Schalter, den wir unten gezogen haben, können wir den von unten wieder anschalten. Und so funktioniert ja der Strom. Im Prinzip ist das hier das schaltbare Relais. Und wenn der Strom nicht mehr passt, dann geht das auch automatisch aus. Aber einen Schalter kannst du wieder anschalten. Also wir noch ein Solarpanel, 60 haben wir jetzt bei 5 Reihen, wir brauchen aber 100 permanent. Also müssen wir mindestens auf 5 kommen, das sollte erstmal Priorität haben, dann ist auch bei schlechtem Wetter der Stein mal aktiv. Also Kupferbarren noch 3 und Eisenbarren 5. Und 2 Aluminiumbarren, die ich gerade auch zu sehen da unten reingehauen habe.
noch ein paar mehr. Der funktioniert so, wenn jetzt der Sand rauswischt, dann kriegt man nichts. Aber den Sand kann man wischen mit H. Wenn dann mal bei 1000 ankommt, dann macht er automatisch Stopp. Und wenn er 1000 Sand aufnimmt, na gut, irgendwann ist voll, euer Inventar ganz voll. Und dann erst den Sand und dann erst die Eisenbrocken, dann löscht ihr die einfach mit H. Steht da unten auch. Der steht nicht da an. Doch, unten steht es in grün. Gegenstände Sand 20, Eisenbrocken 4. Und dann gibt es aus der alle Gegenstände nehmen, H, Sand der K. Gut, ich habe schon fast wieder Bock, eine Runde zu laufen, aber bringt doch nichts. Müssen wir mal ein bisschen angeln gehen noch, wegen unseres Bio-Diesels. Dann sind ja alle leer, die Kisten. Und vom Winter sollten wir noch die Fische nutzen, dass wir die Kisten voll kriegen. Bevor der See zugefroren ist, dann ist das nämlich alles hinfällig für uns. Schön. So, erstmal alles hochbringen. Dafür ist ja nur Eisenbarren. Dafür noch 2 Aluminiumbarren und 5 Eisenbarren. 5 und 15 Eisenbarren. Müsste jetzt wieder angehen normalerweise, wenn ich den Schalter benutze. Klick. Ja, er läuft wieder. Solange das Wetter gut ist, läuft er immer. Ich hoffe, ich kriege nachher wieder dazwischen. Dann muss ich wieder basteln. So, Inventar sieht relativ leer aus. Die kann man auch wegschmeißen mittlerweile, oder? Ja. Und so viele. Ja, und ich mag das Angeln eigentlich. Vor allem, wenn ich große Fische kriege. Das ist ein kleiner. Das ist auch ein kleiner. Das ist ein etwas größerer. Kleiner. Also mit dem Standspeer, wenn er da auf die Fische geht, der ist ratzfatz kaputt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, auch nur dicke Fische zu fangen. Am besten natürlich die ganz dicken Fische. Da wir hier so viele Seen haben, kann man auch mal rausrennen. Der ist ein bisschen größer, der See. Da ist zum Beispiel ein ganz großer. Wieder ein größerer.
Ups. Ah ja, mit E drückt, wenn er auf E drückt, dann zieht er den Fisch von der Flitze. Und wenn euer Inventar voll ist, dann fällt er einfach zugrunde. Ihr könnt aber runtertauchen und den mit der rechten Maustaste dann erwischen. Wobei ich der Auftrieb da ein bisschen im Weg ist. Könnt ihr dann unter Wasser ernten. Geht jetzt auch ins Inventar. Manchmal sind die echt ziemlich frech. Was ist ein kleiner? Ist ein kleiner, oder? Egal. Gibt ja genug Fische hier. Macht mir auch Spaß, wenn wir so gucken, reagieren. Oder auch falsch reagieren. Ein kleiner. Ja, ich glaube noch. Ich glaube, da passt nicht mehr viel, ne? So, jetzt gehe ich mal raus mit denen. Gib mir nicht allzu abschüssige Ecke. Gucken. Da ist schon so viel Spoilt. Ja. Kann ich gar nicht so viel ernten, wie ich wollte hier. Na gut, machen wir uns einmal leer kurz. Noch. Sonst wäre er jetzt runtergefallen. Ne? Dann hau ich erstmal das ganze Gammelzeugs hier weg. Erst nochmal die Gürkchen, sind ja auch schon ein bisschen älter. Und auch noch. Gut, dann machen wir jetzt einen auf Zerlegemann. Fischfiletierer. Ja, ein paar Schräubchen. Erstmal die Nummer 1, die kommt dann nach unten. Ja, das war jetzt ein Fischgang, über eine halbe Kiste voll. Das 3/4. Hey. Ja, der ist ziemlich gerne der See, aber eigentlich gibt es ja auch genug Fische. Man muss nur dranbleiben. Aber ein kleiner sehe ich nicht, aber der ist ein großer. Das ist wieder ein großer. Na, zumindest ein halb großer. Aber schon zwei große mal eben rausgeholt.
Wenn ihr das Geräusch hört, dann solltet ihr ganz schnell auftauchen, dann nehmt ihr mich vom Schaden. Okay, hier ist momentan nichts. Doch. Na, keine. Ihr seht ja, mein Speer ist jetzt schon auf einmal nur halb gut. Gut, machen wir noch eine Kiste noch voll zusammen und danach mache ich das dann alleine weiter. Ich habe dich gesehen. Ein großer. Ja, war ein großer. Hat doch Spaß, oder? Ein bisschen angeln hier, fischen. Das ist ein kleiner, ich weiß nicht, lieber. Natürlich auch jede Menge Bärenfleisch da reinschmeißen, aber die Bären findet man im Winter genauso oft wie nicht zugefrorenen Seen, nämlich gar nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Kleinen bringen halt nur ein Stückchen Fisch, die ganz großen, die Thunfische 3 und die Forellen 2. Gut, erste Kiste ist voll. Vor allem geht so auch die Zeit rum, ne? Man hat was zu tun, solange es hell ist. Weg. So, dick, dick, dick. Ah, gut, lässt sich einparken. So, hier ist irgendwas fertig für... Nee, ist gar nichts fertig. Ich habe abgebrochen. Der läuft aber. Jetzt haben wir schon 270 Sand, Leute. Ich habe noch keine Kiste für Sand. Ich kann aber eine machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Könnte, da wir hier hinten nachher die Zementmischer haben, hier in der Ecke stehen. So, wenn ich jetzt mal hier auf alles nehmen klicke, 300 sind 30. Machen wir mal. Rechner, was hast du denn? Alles nehmen? Klack. Lalala, ich bin langsam. So, und hier haben wir gleich schon direkt mundgerecht für die Öfen hier. Jetzt versteht ihr auch, warum man den bauen sollte. Denn er gibt euch pro Stein doppelt so viel Erz und Sand da oben drauf.
Da packen wir hier noch ein bisschen Amos rein im zweiten, damit er komplett ausgelastet ist. Noch ein bisschen Kobalt. Noch einmal Aluminium für unsere Solarpanel. Und einen haben wir noch. Cool. Perfekt. Mein Gott, wieder 1 Stunde 36. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ja, ich werde nochmal dann bis zur nächsten Folge offscreen angeln und die 4 Kisten voll machen. Und dann geht's weiter im Winter, denke ich mal. Und wir können dann irgendwann auch wieder aufbrechen und die Minen machen. Eventuell macht dann auch Sinn. So, halb voll. Eventuell macht es dann auch Sinn, ein Außenlager zu bauen bei jeder Mine. Da haben wir eigentlich nur 3. Die Kupfer ist ja nah genug, um beim Blizzard auch nach Hause zu rennen. Aber dann dort zumindest irgendwie Hütte mit 4 Wänden, Dach drauf, Feuer rein, Tür rein, fertig. Dass man halt im Notfall mal flüchten kann und den Sturm überstehen kann. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Euer Dan Germany. Bye bye.